Ist ja ein toller Ort hier. Und hier soll eine tolle Aussicht sein? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also wenn ich mir die Umgebung gerade so ein bisschen angucke, das ist keine tolle Aussicht. Also, aber sowas von nicht. Vor allem sieht die Bude auch nicht unbedingt gerade mehr so toll aus. Warum ist die Tür dazu gemauert? Wo ist hier der Eingang? Oh, hi. Schöne Aussicht auf ein Frachtschiff. Oder ein Reiseschiff, keine Ahnung, was da hinten ist. Da liegt noch eine Leiche. Was genau ist denn hier passiert? Hey, ich habe ein Bein gefunden. Jemand hat ein Bein verloren. Oh, hi. Ich glaube, Ebernot hat gerade ein paar Besucher. Kommen noch mehr Besucher? Nein? Gut. Ich habe hier gerade das Recht, als Erster ranzukommen. Oh. Na, großartig. Wieder ein Beschwörungssymbol. Muss ich da jetzt vielleicht was reinmachen oder so? Was muss ich denn jetzt machen hier? Oder ist das Beschwörungssymbol einfach quasi, dass da diese beiden Viecher gerade da gewesen sind, als Wachen quasi? Okay, hier geht's wieder zurück. Was genau soll ich hier machen? Weil es sieht nicht gerade so aus, als könnte ich hier irgendwas gerade machen an der Stelle. Vielleicht irgendwas auf der Seite? Ich meine, da war jetzt zwar eigentlich auch nichts gewesen. Oh, hey. Weit ist dieser arme Kerl nicht gekommen. Ja, gut. Ist das ein Drun? Ist das der Typ, der mich da gerettet hat? Bei den Typen kann ich nicht ansehen. Da liegt ein Kopf. Oh. Dachte ich mir doch, dass irgendwas mit der Wand hier nicht in Ordnung sein kann. Hallo. Ziemlich sauber hier. Kann ich das da verschwinden lassen oder so? Nein. Ich tue mich mal lieber heilen, Fex. Das ist ja ein interessant aussehender Kamin. Alles voll mit diesem ganzen Meeresgedöns. Was? Leg dich schlafen. Ich möchte das Gewehr nicht benutzen, aber egal. Ciao. Nein, nicht die Kamera, die will ich doch gar nicht haben. Das ist bis jetzt der nutzloseste Gegenstand, gleich neben dem Ziegelstein. Ciao. Weißt du, Ebernot, du hast echt keine tolle Wache. Also. Die Tür gibt nicht nach. Ein Idiot, der mit einem Ziegelstein durch die Gegend wirft, wäre wahrscheinlich effektiver. Die Tür gibt nicht nach. Hallo. Toller Ritualkreis. Alter. Erschreck mich doch nicht so. Okay. Habe ich den... Ah, nee, warte. Ich muss den ja genau... Warte. Ich habe das falsch gemacht. Der muss ja quasi nach oben. Der macht es jetzt ja toll. Na, verdammt, verfehlt. Hehehe.
Der muss quasi nach oben so ein bisschen gehen mit seinem Kopf. Ich habe keine Ahnung, was das da sein soll eigentlich. Damit er seine Schwachstelle offenbart. Damit er so stehen bleibt quasi, weißt du? Und tschüss. Siehst du? Der geht dann ziemlich fix down. Wenn man es richtig macht. Nein, ich gebe nicht auf. Surrendern kannst du wann anders. Hey, was ist das denn? Das war gerade der Acaronia, der gedespawnt ist, richtig? Und dann irgendwie durch den Boden fiel. Alter. Das sah gerade echt mega strange aus, als wenn hier plötzlich irgendwas im Real Life runtergefallen wäre oder so. Alter. So eine fette Spinne, die plötzlich irgendwie von der Decke runterfällt und... Nee. Allein der Gedanke. Das wäre nicht gerade sehr geil. Was? Ach komm, ey. Ich werf eine Granate hin. Da, spiel mit dem Böller. Zwei erwischt. Fehlt nur noch einer. Na komm, spring. Ich hab gesagt, spring. Ja, das hast du toll gemacht. Guck mal. Alter, wie verfehle ich dich denn bitte? Was? Oh, hi. Ciao. Das war jetzt unnötig viel Munition für nix. Aber sowas von. Das hätte besser sein können. Was ist das denn für ein Ding? Ist das eine Urne? Sieht auf jeden Fall sehr strange aus. Oh. Das weite, offene Meer. Einst habe ich mich auch davon angezogen gefühlt. Hm. Schade, dachte, da hätte jetzt mal irgendwas mitmachen können. Hier oben ist ja echt gar nichts los. Ist hier unten noch irgendwas? Was? Ach, da war ja noch was gewesen. Ist hier unten noch was? Ach ja, stimmt ja, die Tür hier. Ich glaube, ich muss einen Schlüssel finden. Und diesen Schlüssel finde ich wahrscheinlich irgendwo unten im Keller, oder? Oder vielleicht auch nicht. Ich finde hier nichts. Oh, geht's da noch runter? Ich höre was. Aha, es geht weiter runter, dachte ich mir doch. Irgendwo muss doch was versteckt sein. Ein Altar, wieder einmal. Geil, ich hab einen Stein gefunden. Mutti, ich hab einen Stein gefunden. Geil. Ne, warte mal, ist das ein Goldklumpen? Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder? Was? Was ist das für ein Klumpen? Was genau macht das Ding? Ritualprotokolle. Kandidatin 8. Linda Brennan. Fehlgeschlagen. Die Extrahierung der Saat des Schneefers ist geglückt, aber es gelang mir nicht, sie zu versiegeln. Ich muss es weiter versuchen. Keiner von ihnen verdient diesen Fluch. Kandidatin 9. Judy Ennis. Es gelang mir zwar, die Trägerin der Saat von ihrem Fluch zu befreien, aber kontrollieren konnte ich die Saat anschließend nicht. Irgendwas fehlt. Kandidat 10. Gordon Smith. Fehlgeschlagen. Das Gold der tiefen Wesen hat nichts gebracht. Ich brauche etwas Stärkeres. Ich denke mal, dieses Gold der tiefen Wesen ist dieser merkwürdige Klumpen dort. Kandidat 11. Harriet Dorr. Ich kam zu spät. Aber entgegen meiner Vermutung war sie nicht die letzte Trägerin der Saat. Es gibt noch einen Auserwählten. Ecke. Der Typ will also quasi verhindern, dass man wohl in den Schlüssel guckt. Was? Will wohl etwas verhindern. Wahrscheinlich, dass man dieses Etwas da befreit. Das Auge des Dagon.
Dieses Symbol habe ich schon mal gesehen. Ja, beim EOD. Oh, hi. Schöne Skulptur. Oh, da liegt noch was. Klar, ein Ort für Rituale darf im Hause Blackwood natürlich nicht fehlen. Und gut ausgestattet obendrein. Boah, das Okkultistenherz schlägt da höher, ne? Ich höre eine Ratte quieken. Hm? Oh. Ja, und irgendwo müssen die Leichen ja hin, natürlich, ne? Da liegt die Dor wahrscheinlich. Das hier scheint neuer zu sein. Ja. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Oh. Ach, du verfluchtes Ding! Ich brauche etwas Stärkeres. Etwas, das mit Cathigonor in Berührung kam. Das Siegel. Hier entlang, Gordon. Es dauert nicht mehr lange, dann bist du geheilt. Nee, der Punkt ist unten. Ach so, die Gräber. So oft schon habe ich es versucht. Und es sind nur noch wenige Auserwählte übrig. Ich muss weitersuchen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Hier entlang, Gordon. Ach, du verfluchtes Ding! So oft schon habe ich es versucht. Und es sind nur noch wenige Auserwählte übrig. Ich muss weitersuchen. Ebernote Blackwood führte mit jemandem ein Ritual durch, doch der Mann starb dabei. Ebernote bestattete ihn und machte sich auf, etwas Stärkeres zu finden. Ja, wahrscheinlich das Siegel. Was? Hier ist immer noch was. Was genau ist hier? Meinst du jetzt den Stein oder was? Aber den habe ich doch schon angeguckt. Ja. Nein, nein, nicht schon wieder. Ja, mach das mal weg. Bleibt das jetzt so? Ach, verdammt. Falsche Tasten, Mann! Das ist ein bisschen komisch, weil irgendwie... Das kommt gerade einem so rüber, als wenn hier noch was wäre. Naja, mal gucken. Ich habe ja Gedankenspiele. Nein? Nein? Ja. Blackmoths Rituale endeten tödlich. Keiner der Auserwählten überlebte bisher Ebernote Blackmoths okkulte Bestrebungen. Geht noch was anderes? Ja, das Ritual wurde verfeinert. Ebernote Blackwood ist überzeugt davon, dass das Ritual mit dem Siegel, das nun in seinem Besitz ist, gelingen wird. Das geht natürlich nicht. Gut. Was haben wir da? Ach ja, der Schlüssel, genau. Warte mal, die eine Tür, die kann ich aufmachen. Na, was haben wir dahinter? Was? Fliege, hau ab! What the? Was ist das für ein Bild? Alter, sieht das merkwürdig aus. Bilde ich mir das nur ein oder erwidert sie meine Blicke tatsächlich? I don't know. Ich glaube, das bildest du dir nur ein. Brief an Iona Blackwood. Werte Iona, ich habe mich mit aller gebotenen Sorgfalt der Sache angenommen und bin der Meinung, dass du voreilige Schlüsse gezogen hast. Ebernote ist ein intelligenter junger Mann mit okkulten Talenten, aber nichts darauf deutet darauf hin, dass er ein Auserwählter ist. Er trägt nicht die Saat des Schläfers in sich. Aber gehe bitte nicht zu hart mit ihm ins Gericht. Sein ganzes bisheriges Leben hat er sich auf sein Schicksal vorbereitet, und wenn er erfährt, dass er kein Auserwählter ist, braucht er einen gewissen Halt. Ich rate dir, ihn zum Orden zu schicken, denn meines Erachtens könnte er sich als fähiger Prediger erweisen. Beste Grüße, Portia Marsh. Okay.
Das könnte vielleicht auch erklären jetzt so ein bisschen, warum die Marsh-Familie offenbar wohl verschwunden ist. Sehr so ganz kein wenig. Und warum er wohl diese komische Saat haben will. Da liegt noch was. Das sind Insmorpher, und zwar, wenn sie sich vollkommen verwandelt haben. Kommt zum Meer. Meine Lieben, seit klar war, dass mein Sohn Ebernote nicht unser Heilsbringer ist, wussten wir, dass dieser Tag kommen würde. Das Ende des Zyklus naht und wir sollten nicht länger zaudern. Alle Mitglieder unserer altehrwürdigen Familie treffen sich in der familieneigenen Fischfabrik, um die Stadt zu verlassen. Achtet darauf, dass keine Staatsdiener auf euch aufmerksam werden und dass euch keine Neuankömmlinge folgen. Feiert eure letzten Tage in dieser elenden Stadt und kommt zum Meer. Lasst all eure Habseligkeiten zurück. Sobald wir bei unseren Meistern in der Tiefe sind, wird es uns an nichts fehlen. Okay, das könnte jetzt wiederum schon eher erklären, warum die beiden Familien plötzlich verschwunden sind. Ja, schon eher. Auf jeden Fall. Na, guckst du noch blöd aus der Wäsche oder was? Offensichtlich ja. Bilde ich mir das nur ein oder erwidert sie meine Blicke tatsächlich? Nur zur Vorsicht. Gut. Habe ich jetzt irgendwelche Hinweise oder so bekommen? Ich weiß es gerade nicht. Ah, Gedankenspiele, okay. Ebon und Bloodwords Ritual, das habe ich glaube ich schon gelesen, oder? Hau ab, Fliege! Was fliegst du hier die ganze Zeit wie bekloppt durch die Gegend? Hast du keine anderen Leute, die du belästigen kannst? Hier passt nichts mit irgendwas. Na toll. Ja, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Liegt hier noch irgendwie wo was? Glotz nicht so. Was? Was ist denn da oben? Irgendwas ist oben. Das Bild? Das weite, offene Meer. Einst habe ich mich auch davon angezogen gefühlt. Die Urne! Oder was auch immer das merkwürdige Gefäß hier sein soll. Ah, hat ein Buch versteckt. Ebernote Blackwoods Tagebuch. Die Geier sind dreister geworden und haben sich bis zu meinem Zuhause vorgewagt. Ich habe starke Schutzvorkehrungen getroffen, aber es sind beileibe nicht wenige und die Bande des Gelben Königs gibt nie nach. Ich weiß, dass sie nach mir suchen, Mr. Reed. In dem Moment, als ich sie sah, wusste ich über sie Bescheid und die Männer des Gelben Königs sind eine weitere Bestätigung. Ich kann es nicht riskieren, ihnen zu viel zu offenbaren, da dieses Buch in die falschen Hände geraten könnte. Aber ich denke, dass ein Detektiv ihres Kalibers nicht auf den Kopf gefallen ist. Ich begebe mich nun zu meinem Pilgerort. Ich habe das Siegel von Kifuguna bei mir. Und wo soll dieser Pilgerort sein? Sagt mir das Gedankenspiel vielleicht etwas? Pilgerort. Nein? Nein? Ja! Ach ja, die Fischfabrik, genau. Ebernote Blackwood ist geflohen, aber ich glaube, ich weiß, wo ich ihn finde. Er pilgert des Öfteren an den Ort, wo seine Familie Oakmont verlassen hat. Die Fischfabrik der Blackwoods. Seit die Familie nach Oakmont zog, gibt es diese Fabrik. Sie muss also recht alt sein und sie muss sich nahe am Wasser in einer der Hafenbezirke befinden. Ich denke mal aber nicht, dass ich jetzt das selber suchen muss, oder? Ich muss damit wahrscheinlich zum Rathaus. Ja, ich muss ein Archiv durchsuchen. Gut, ich muss dann wohl offenbar zum Rathaus. Soll ich das jetzt noch machen? Ach komm, ich mach das jetzt noch fix. Geht ja eigentlich recht schnell. Dürfte ja relativ in der Nähe doch so eine Telefonzelle doch eigentlich sein. Dann dürfte das eigentlich... Die Tür gibt nicht nach. Ach ja, stimmt, genau. Hintereingang. Dann dürfte ich ja eigentlich recht fix ja dann da hinkommen, um nachzuschauen, wo denn eigentlich der Ort ist, wo diese olle Fabrik steht.
Fischfabrik Blackwood Marsh, gegründet 1873. Eigentümer Iona Blackwood, Aldous Barsh. Adresse an der Ecke Nantucket Street und Fitz-O'Callaghan Street im Zentrum des Bezirks Grimhaven Bay. Ja, sehr nice. Also im Laufe der Zeit habe ich wirklich irgendwie das Glück, dass ich echt immer wieder mal die Orte oder beziehungsweise die Archive doch recht schnell durchsuchen kann. Warte mal. Wow, die Suche ging, ja, hey. Ich musste jetzt wirklich extrem lange suchen nach diesem einem Ort. Was ist das denn? Ermitteln Sie. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Stadt ist das Opfer einer Verschwörung. Es geht um die Fischmenschen. Ich weiß, dass Sie meine früheren Berichte nicht bestätigen konnten, aber nun übernehmen Sie die Stadt. Ihr schäbiges Unterwassergold ist überall in der Stadt aufgetaucht und schon bald werden Sie genug haben, um hier alles aufzukaufen. Ja, klar, aufkaufen mit dem komischen magischen Gedöns da, was die Sata irgendwie raussaugt. Sie müssen der Sache nachgehen. Ich habe bereits erste Ermittlungen angestellt. Ja, ich besitze keine Lizenz, aber genau deswegen brauche ich sie ja. Anbei erste Notizen, weitere werden folgen. Ich bilde mir das nicht nur ein. Die Fischmenschen! Die Fischmenschen! Klauen unsere Jobs! Ja. Mit freundlichen Grüßen, Sims. Alles, was glitzert. Oh, eine Nebenquest, ne? Ich habe eine Nebenquest gefunden. Hier liegen auch noch Nebenquests einfach in der Gegend rum. Okay. Nice to know. Sagst du noch was Schönes? Hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Ja. Rauch mal weiter deinen Sargnagel. Nee, hier liegt nicht nur mehr rum. Aber das, wieso man das denn... Also wenn ich jetzt einfach daran vorbeigelatscht wäre, die Nebenquest hätte man ja nie entdeckt. Okay. Naja, gut. Warum latsche ich eigentlich quer jetzt durch die Gegend? Ich würde mal sagen, ich mache mal hier an dieser Stelle Ende. Und beim nächsten Mal würde ich mal sagen, mache ich die Nebenquests mal endlich. Und ja, mal gucken, wie weit ich denn dann da komme in den 2 Stunden, die ich dann aufnehme. Und naja, mal gucken. Ich kann jetzt vielleicht schon sagen, aber ich denke mal, egal was ich jetzt gerade sage, ich werde mich vielleicht dann anders entscheiden. Vielleicht tue ich danach dann nach den Nebenquests wieder die Hauptquest weitermachen oder ich mache die Nebenquests, die ich dann habe, zu Ende. I don't know. Wird man sehen, wenn ich dann wieder aufnehme. Aber gut, bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.